Mit einem Sieg in Dornbirn will der HC Orlis Neumo einen wichtigen Schritt in Richtung Top 6 machen. Ganz anders hingegen sieht die Situation bei den Vorarlbergern aus. Sie liegen auf dem enttäuschenden 11. Tabellenplatz, wollen vor eigenem Publikum endlich raus aus der Krise. Die Anfangsphase gehört dann auch ganz klar den Hausherren. Dornbirner spielt sich Chance um Chance und kann in Minute 9 dann auch anschreiben. Caruso mit dem Pass für McBride und der befördert die Scheibe im Fallen über die Linie. 1:0, verdiente Führung für die Hausherren. Beide Teams starten dann mit viel Schwung ins Mitteldrittel. In Minute 24 nutzen dann die Bulldogs ein Powerplay, um zu erhöhen. Arnil mit einem Schuss genau ins Kreuzeck. 6 Minuten später treffen die Vorarlberger ein weiteres Mal im Powerplay. Arnil mit dem Pass für McBride und dieser erhöht mit einem Schuss von der rechten Seite auf 3:0. 7. Liga-Doppelpack für den Ex-Villacher Brock McBride. Gleich darauf kommen dann aber auch die Adler zu ihrem ersten Treffer. André Lakos macht das 1:3 mit einem satten Schuss von der blauen Linie. Schönes Zuspiel von McMonagall, André Lakos mit dem Treffer im Powerplay. In der Schlussphase nehmen die Tschechen dann ihren Keeper heraus, verlieren jedoch die Scheibe und kassieren prompt den Empty Netter. James Arnil macht das 4:1 und trifft damit wie Brock McBride doppelt an diesem Abend. Dabei bleibt's dann auch. Dornbirn gelingt gegen den Vizemeister aus Znojmo der Befreiungsschlag. Die Tschechen hingegen lassen wichtige Punkte im Kampf um Platz 6 liegen. Was soll ich sagen, wir fahren da 9 Stunden her nach Dornbirn. Und dann so eine Vorstellung ist ein bisschen deprimierend, muss ich ehrlich sagen. Großteils des Spiels war Dornbirn einfach besser heute und sie haben auch verdient gewonnen. Yeah, you know, that's the way we have to play. You know, we have to be physical. We have to, you know, let the other teams know that we're going to be a tough team to play against. And that's the mentality that we've been trying to get the last 2 or 3 weeks. Tonight we won a game that we should have won. You know, our goaltending was good. Blue line played well. And we scored, you know, a couple of even strength and power play goals. So, you know, it was a good team effort, and I thought we deserved it.